Mitte März informierte das Städtische Tiefbauamt über umfangreiche Baumaßnahmen im Jahr 2024. 40 Straßenbauprojekte mit einem Kostenumfang von rund 13 Millionen Euro sollen realisiert werden. Das ist mehr als das Doppelte als in den vergangenen Jahren. In der Pressekonferenz ging es auch um Großmaßnahmen, die noch mehr Zeit in Anspruch nehmen werden bzw. erst noch anlaufen. Da wären der Planitzer Markt, die Flur- und die Peter-Breuer-Straße, die Marienstraße und der Marienplatz. Noch mal ganz kurz der Lageplan. Gerade was hier soll ja eine ganze Menge passieren in dem eigentlichen Marienplatzbereich. Das Grau ist halt dieser glatte Belag. Granitpflaster wird hier eingebaut. Und Sie sehen ja schon, dieser Belag geht einfach über die Fahrbahn drüber. Der wird nur getrennt durch diese Bordanlage und damit soll halt der Platzcharakter herausgestellt werden. Das Mariengästchen wird genauso gemacht wie das Rosengästchen, also mit diesem schönen glatten Granit-Kleinpflasterbelag. Die Bauabschnitte gliedern sich eigentlich in zwei wesentliche Bauabschnitte. Das ist das, was Sie jetzt schon sehen vor Ort. Das ist jetzt auch eingehaust mit Bauzaun. Das ist der erste Bauabschnitt. Parallel dazu soll ab Oktober das Mariengästchen saniert werden und ab nächsten Jahr dann die große blaue Fläche. Dann haben wir den Planitzer Markt. Da ist ja jetzt im März ist ja die Vergabe im Stadtrat. Da sieht man mal hier, was hier alles an der Stelle passieren soll. Es soll also hier ein kleiner Trinkbrunnen werden. Das sind Bänke mit Papierkörben. Hier ein kleiner Sitzhügel für Kinder mit Bänken wieder und viel Grün. Bäume sind hier überall angeordnet. Dann haben wir hier unten den Standort der Pyramide. Was ja nur ganz wichtig ist für die Planitzer, ne? Eingefasst von Bäumen, soll hier der neue Standort für die Pyramide sein und dazu immer wieder Bänke, die halt auch zum Verweilen einladen. Auf der anderen Seite hier werden vom Eisbär werden noch Bäume gepflanzt und hier noch für diesen noch nicht bebauten Grundstück, sodass am Ende hier der Planitzer Markt hübsch anzusehen ist. Wir lassen ja einen Mehrzweckplatz entstehen, weil es uns sehr wichtig ist und auch den Planitzern, das ist auch abgestimmt mit der Händlerschaft dort vor Ort und mit unseren Marktleuten, dass regelmäßig Wochenmarkt stattfinden kann. Da haben wir jetzt auch während der Baumaßnahmen Ausweichstandorte gefunden, dass wir das Angebot aufrechterhalten können. Hier sollen sich Festmöglichkeiten etablieren und gleichzeitig kann der Platz aber weiterhin auch zum Parken dienen, wie das jetzt die Planitzer dort schon gewohnt sind. Wir haben sogar den Vorteil, dass wir, glaube ich, alle Parkplätze, wenn nicht sogar ein, zwei mehr, erhalten und einordnen können. Wir werden uns auch mit dem Thema E-Mobilität nochmal auseinandersetzen. Das sind aber Themen, die kommen dann in den nächsten Bauabschnitten. Und dann ist es uns gelungen, dort nochmal etwas mehr Grün ringsherum mit einzuordnen, dass das auch funktioniert für den Charakter des Mehrzweckplatzes. Und ich glaube, wir hatten auch gute Abstimmungen gehabt mit unserem Jugendbeirat, dass wir auch Angebote schaffen, dass junge Menschen noch mehr Aufenthaltsqualität bekommen am Platz und den auch spielerisch erfahren können. Also wir haben ja zum einen diese Spieleinseln, was der Herr Pühn schon kurz angedeutet hat mit diesem Sitzhügel. Da sind, glaube ich, noch andere Spielgeräte dann mit eingeordnet, dass junge Familien einfach dort auch verweilen können. Ne? Gerade wenn man sein Eis holt und dann vielleicht noch eine halbe Stunde vor Ort verbringt. Das war der Plan zum Markt. Dann ein großes Vorhaben ist noch die Flurstraße. Im Moment sieht es ein bisschen schlecht aus mit den finanziellen Mitteln im Freistaat, aber wir verbürgen uns nichts, wenn wir jetzt die Baumaßnahme ausschreiben, weil das ist das Ziel. Das geht hier los im Norden. Hier ist die Reichenbacher Straße. Und der erste Bauabschnitt wird hier der nördliche Abschnitt sein und der Knoten Reichenbacher Straße, Flurstraße. Nichtsdestotrotz haben wir, wie Herr Pühn schon sagte, mit Landesdirektion und dem Freistaat zusammen einen Weg geschaffen, wie wir anfangen können, weil es hängen dann auch da in dem Bereich, gerade wenn wir an die Reichenbacher Straße in die Kreuzung müssen, viele Fragestellungen dran, wie können wir das insgesamt koordinieren, dass es nicht zu einem Kollaps kommt auf dieser verkehrswichtigen Straße. Deshalb wollen wir jetzt in diesem Jahr eben schon beginnen. Und das konnten wir gut abstimmen, dass dann gegebenenfalls, wenn die Fördertöpfe wieder gefüllt sind, nachträglich die Gelder fließen können. Genau. Und das ist auch wieder eine wesentliche Standortaufwertung
für unseren Wirtschaftsstandort, eine Verbesserung auch für die danebenliegenden Anlieger und ein sehr spannendes Projekt, insbesondere wenn es dann in die weiteren Bauabschnitte perspektivisch geht. Wir haben ja, weil das jetzt das Thema aufkam, Wirtschaftsstandort. Mit der Flurstraße ist dann das gesamte Gebiet saniert und da ist ein Bauzeitraum von 2024 bis voraussichtlich 2026 angedacht. Und wenn wir jetzt uns den ersten Bauabschnitt mal anschauen, der sieht so aus, der geht von dem nördlichen Ende der Flurstraße bis ungefähr Sinnstättenstraße. Im ersten BA, ersten Bauabschnitt in diesem Jahr 2024, soll wie gesagt der komplette Knoten umgebaut werden zur Reichenbacher Straße und der nördliche Ast und in 2025 dann dieser Bereich bis ungefähr hier in die Kurve. Warum müssen wir das zwingend in diesem Jahr noch machen? Sehen Sie am Verkehrskonzept, hier ist also diese Sperrung dargestellt und der Verkehr wird großräumig umgeleitet über die Mitteltrasse und dann über die Werdauer Straße. Und das ist hier der Knackpunkt. Im nächsten Jahr, im Jahr 2025, wollen wir hier an der Werdauer Straße im Kreuzungsbereich zur Krimmelsauer Straße Bauarbeiten durchführen. Und das steht natürlich dann im Konflikt zur Umleitungsführung, die dann über die Werdauer Straße geführt wird. Und deshalb ist es das Ziel, in diesem Jahr diesen Knotenbereich noch komplett umzugestalten. Dann hatten wir noch die Peter-Breuer-Straße, vielleicht noch zur Info, als Lageplan. Die soll auch in diesem Jahr noch vergeben werden. Interessant oder neu ist jetzt an dieser Gestaltung, dass die Fahrbahn eine gleichmäßige Breite bekommt von 4,75 Meter. Hier ist das Hochtechnologiezentrum. In diesem Bereich wird die Fahrbahn hergestellt mit Granitkleinpflaster, so wie wir das im Schulgässchen auch haben. Und in dem nördlichen Bereich wird die Fahrbahn befestigt mit gebrauchtem Granit-Großpflaster. Das, was Sie kennen vom Kornmarkt, dann passt das auch gut zueinander. Und das soll, wie gesagt, in diesem Jahr beginnen, die Baumaßnahme, und im nächsten Jahr dann zum Abschluss gebracht werden.